Fangen wir heute an, ist der 20, der 13. Mai 2020. Und heute fangen wir an mit der Wahrscheinlichkeitstheorie. Grundsätzlich haben wir Ereignisse, und die werden wir grafisch darstellen, so dass wir immer die Wahrscheinlichkeit von der gesamte Ereignis von allen Ereignissen, also der Summe aller Ereignisse ist immer gleich 1. Grafisch dargestellt ist es so, dass wir alle Ereignisse in einer Wurzel 1 mal 1 darstellen werden. So. Alle Ereignisse sind hier dargestellt durch die Fläche von der Wurzel, und die Fläche von der Wurzel ist selbstverständlich 1. Okay, das ist Omega. So, das nennt man das sichere Ereignis. Gamma, Omega, sorry, der zu Sigma gehört. Und die Wahrscheinlichkeit von Omega ist, wie gesagt, 1. Ich werde immer so das versuchen, grafisch darzustellen, weil ich denke, dann kann man es am besten verstehen. Ich gehe so langsam wie möglich, okay? Wenn jemand Fragen hat, bitte schieß los. Ich gehe so langsam wie möglich, damit es auch verständlich, so gut verständlich wie möglich wird. So, für jedes Ereignis, was innerhalb von Sigma passiert, A, der innerhalb von Sigma ist, ist die Wahrscheinlichkeit von A eine reelle Zahl zwischen 0 und 1. Das bedeutet, das beschreibt man so, dass die Wahrscheinlichkeit zwischen 0, die Wahrscheinlichkeit, dass A Ereignis stattfindet, ist zwischen 0 und 1. Grafisch dargestellt, wieder in unserem Wurzel, ist immer 1 mal 1, okay? Ich werde es nicht mehr darstellen. A, die Wahrscheinlichkeit, dass A passiert. Okay, das ist A, Ereignis A, oder besser, mache ich es schöner, wenn ich jetzt hier A darstelle, das innerhalb von A farblich wird. So, diese Fläche von A, P von A ist die Fläche innerhalb vom Kreis, vom Ereignis, okay, grafisch dargestellt, ist immer zwischen 0 und 1. Das heißt, sie ist kleiner als das Gesamte. Okay, Fragen soweit?
kommen keine Fragen. Die Wahrscheinlichkeit, ich schreibe jetzt W, okay? Ab jetzt, wenn ich die Wahrscheinlichkeit sage, dann schreibe ich nur W. Einer Vereinigung abzählbar vieler inkompatibler Ereignisse ist der Summe der Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse so grafisch dargestellt wieder, weil die Ereignisse nicht kompatibel sind, habe ich hier A und B und C. Und weil die nicht kompatibel sind, die Wahrscheinlichkeit von A und B und C ist gleich die Summe der Wahrscheinlichkeiten. Soweit, gibt es Fragen, bitte? Okay, diese drei, ja, gibt es eine Frage? Marie fragt, ob die Summe nicht 1 ist. Nein, du siehst, dass die Summe von A, B und C nicht die gesamte Summe von einem Viereck darstellt. Das heißt, es gibt hier eine Fläche, die ich jetzt schaffiere in grün. Okay, hier, diese Fläche, außerhalb der drei Kreisen, ist nicht gleich 0. Von daher, die gesamte Wahrscheinlichkeit von A und B und C ist nicht 1. Ist die Frage beantwortet, Marie? Alles klar. Diese drei Konditionen, die ich jetzt farblich markiert habe, nennt man also 1, 2 und 3. 1, 2 und 3 nennt man die Axiome von Kolmogorov. Okay, das wurde 1930 so entwickelt. Es ergeben sich einige Folgerungen aus den Axiomen. Bevor ich weitermache, gibt es Fragen? Keine Frage.
Also die Folgerungen der Axiome Kolmogorov Axiome sind wie folgt. Ich mache ein 1-eckig aus der Additivität der Wahrscheinlichkeit disjunktive Ereignisse folgt, dass komplementäre Ereignisse komplementäre Wahrscheinlichkeiten oder anders gesagt gegen Wahrscheinlichkeiten haben. So. Grafisch dargestellt, wenn das A ist, so wie vorher, die Wahrscheinlichkeit von nicht A, okay, und das ist dieses Grüne, die Wahrscheinlichkeit von nicht A gleich. Das ist nichts anderes als eine andere Nomenklatur. Die Wahrscheinlichkeit von Omega außer A. Omega ist das gesamte Würfel einmal 1 ist gleich 1 minus die Wahrscheinlichkeit von A. Wobei die Wahrscheinlichkeit von A ist die violette Fläche. Und das ist, glaube ich, ziemlich einfach zu verstehen, grafisch, wenn man das grafisch darstellt. Die Wahrscheinlichkeit von dem gesamten Würfel ist 1, also Omega. Die Wahrscheinlichkeit von dem gesamten Würfel minus die Fläche von dem Kreis A ist gleich 1 minus die Wahrscheinlichkeit von A. Das ist die Wahrscheinlichkeit von nicht A. Gibt es Fragen? So, daraus folgt unmittelbar, dass das unmögliche Ereignis, also die leere Menge
die Wahrscheinlichkeit 0 hat. Also P von das mögliche Ereignis ist immer 0. Nach dem dritten, also dem Beweis ist, dass nach dem dritten Axiom die Wahrscheinlichkeit von P0 plus P gesamt ist gleich P gesamt. Daraus folgt, dass B leer ist 0. Okay, ich hoffe, das ist nicht schwierig. Dennoch, wenn jemand Fragen hat, bitte einfach fragen. Okay, soweit Fragen bitte. Piano möchte, dass ich nochmal den Beweis erkläre. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass also 0 plus das Gesamte oder nicht plus, sondern eher so 0 Union das Gesamte ist gleich das Gesamte und 0 und das Gesamte ist gleich 0. Daraus folgt, dass die Wahrscheinlichkeit das Leere plus die Wahrscheinlichkeit vom Gesamt, da die Wahrscheinlichkeit vom Gesamt 1 ist, muss gleich die Wahrscheinlichkeit vom Gesamt sein. Und darauf folgt, dass die Wahrscheinlichkeit von leer ist 0. So, das, die dritte Folgerung ist, dass für die Vereinigung nicht notwendig disjunkte Ereignisse folgt, dass Wahrscheinlichkeit von P und die Wahrscheinlichkeit von A und B ist gleich die Wahrscheinlichkeit von A plus die Wahrscheinlichkeit von B minus die Wahrscheinlichkeit von A und B. Gelesen ist, dass die Wahrscheinlichkeit von A oder B ist gleich die Wahrscheinlichkeit von A plus die Wahrscheinlichkeit von B minus die Wahrscheinlichkeit von A und B. Gelesen, okay? Grafisch dargestellt. Wieder unser Viereck. Ich mache es ein bisschen größer diesmal. Damit man es besser verstehen kann. Ich habe hier A. Ich habe hier B. Grafisch dargestellt. Ich habe hier, wie gesagt, A. Ich habe hier B. So, was ist was hier in diesem Dreieck?
das heißt ein Venn-Diagramm. Die Wahrscheinlichkeit von A oder B ist das hier. Das ist das Blaue. Okay. Die Wahrscheinlichkeit von A, das ist gleich. Die Wahrscheinlichkeit von A. Ich male jetzt A so. Okay. Plus die Wahrscheinlichkeit, also A versteht sich das da, okay. A. Plus die Wahrscheinlichkeit von B. Minus die Wahrscheinlichkeit von A und B. Also, ich kann es auch mal ein bisschen noch versuchen, besser darzustellen. Nämlich hier so eine graue Schichte mache. Das ist B, okay. Das ist A. Und das ist A. Und das ist B. Okay. Ist das verständlich? Die Wahrscheinlichkeit von A oder B, wenn die nicht notwendig disjunktive Ereignisse sind, ist die Wahrscheinlichkeit von A plus die Wahrscheinlichkeit von B minus die Wahrscheinlichkeit von A und B. Okay. Fragen. Fragen bitte. Das ist wichtig für das, was folgt. Und generell wichtig für die nächsten Tage, weil wir ein paar Übungen machen werden. Und wir benötigen diese ganzen Konzepte. Bitte fragen. Ist verstanden?
Okay, dann machen wir eine kurze Pause und in 10 Minuten schicke ich euch nochmal eine Einladung. Bis gleich. Wir machen weiter mit dem Konzept, also nach Kolmogorov und seine Folgerungen. Wir machen weiter mit dem Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeit. Bedingte Wahrscheinlichkeit. Und zwar unter einer, ich versuche alles zu schreiben, dass das ist verständlich oder so gut verständlich wie möglich. Unter einer bedingten Wahrscheinlichkeit versteht man die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Ereignisses A unter der Voraussetzung, dass das Eintreten, dass das Eintreten eines anderen Ereignisses B bereits bekannt ist. Okay. Also wir können das Eintreten von B kennen und wir wollen die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass A passiert, wenn B bekannt ist. Man schreibt dann, also natürlich, natürlich muss B eintreten können. Okay, in Klammer. Es darf also nicht das unmögliche Ereignis sein. Ansonsten ist es doof. Findet dann nicht statt. Man schreibt dann P A Strich vertikal B, okay, das ist, dieser Strich ist vertikal, oder seltener schreibt man auch P B von A für Wahrscheinlichkeit von A unter der Voraussetzung B. Kurz. B von A vorausgesetzt B. Okay, das ist so eine Nomenklatur. Okay. Jetzt stellt euch vor ein Beispiel.
Ich habe ein Deck mit 52 Karten. Okay. Jeweils von jeder Farbe gibt es 13. Es gibt Schwarz und es gibt Rot. Okay, jeweils gibt es 13 Karten von jeder Sorte. Insgesamt gibt es 52. So, was ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Wenn Rot. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Karo in der 50. Karte ziehe, wenn ich die Karten gezogen habe. Okay, und das versuche ich hier damit zu beantworten. Okay. Oder was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Herz ziehe? Jetzt ist es ein bisschen absurd, aber das ist ein Herz ziehe. Wenn die Karte, die ich gezogen habe, war schwarz. Ich ziehe eine beliebige schwarze Karte. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Herz ist? Okay, das will ich jetzt hier beantworten. So, diese Frage hat sich zum ersten Mal einen französischen Mathematiker gestellt namens Laplace. Definiert hat er das folgendermaßen, dass die Wahrscheinlichkeit von A vorausgesetzt B ist gleich die Wahrscheinlichkeit von A und B geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von B. Die bedingte Wahrscheinlichkeit. Dass diese Definition sinnvoll ist, zeigt sich dann daran, dass die
so definierte Wahrscheinlichkeit den Axiomen von Kolmogorov genügt. Wenn man sich auf B als neue Ergebnis Menge beschränkt, das heißt 1 Kreis, die Wahrscheinlichkeit, dass A vorausgesetzt B ist immer zwischen 0 und 1. Die Wahrscheinlichkeit, dass B vorausgesetzt B, dass B vorausgesetzt B, also dass B stattfindet, vorausgesetzt, dass B stattgefunden ist, ist B. Und wenn A sub 1 bis A sub k paarweise disjunkt sind, dann P von A1 und Punkt, Punkt, Punkt AK vorausgesetzt B ist gleich PA1 vorausgesetzt B plus PA2 vorausgesetzt B plus Punkt, Punkt, Punkt B A sub K vorausgesetzt B. Okay. Das ist die bedingte Wahrscheinlichkeit. Und diese Formel ist wichtig. Beispiel. Es sei A das Ereignis ziehen eine Herzkarte. Und B, das Ereignis, es ist eine rote Karte. Dann, also die Wahrscheinlichkeit von Herz vorausgesetzt rot sozusagen. Herz vorausgesetzt rot ist gleich die Wahrscheinlichkeit von Herz und rot geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von rot. Ich versuche es visuell zu machen. Ihr müsst es in die Prüfung nicht visuell machen, okay? Ich versuche es nur so zu machen, damit es didaktisch ein bisschen ja, einfacher ist. So, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Herz und rot ist? Ich
viele rote Karten habe ich? Ich habe 26 rote Karten. Ich habe 13 Herzen. Gibt es Fragen? Ich versuche es ein bisschen anders zu erklären. Vielleicht hilft das besser. So, ziehen eine Herzkarte. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Herzkarte ziehe? Und dass es rot ist. Ich ziehe eine Herzkarte und ist rot. Das zeigt nicht, dass ich eine rote Karte ziehe und es rot ist, ist da ja. Kann jemand mir Feedback geben? Die Wahrscheinlichkeit von Rot ist 1 geteilt durch 2. Okay, ja, das ist klar. Weil hier habe ich 26 Karten. Insgesamt habe ich 52 und 26. Das ist klar. Okay, das ist 1 geteilt durch 2. Gut. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Herz unrot ist. Ich habe 13
Herzen und insgesamt, also ich habe 13 Herzen roten und ich habe insgesamt 52. Das heißt, das ist ein Viertel. Okay. Ein Viertel geteilt durch 1 geteilt durch 2, das ergibt 0,5. Das hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Herz unrot ist. Im gesamten Deck. Also die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass es rot und Herz, also dass es Herz ist, vorausgesetzt es ist rot, es ist 0,5. Denk drüber nach, das war jetzt nur ein Beispiel. So, wir werden jetzt von der Verbundswahrscheinlichkeit oder Schnittmengen von Ereignissen. Das gleichzeitige Eintreten zweier A und B Ereignisse entspricht Mengen theoretisch dem Eintreten des Verbunds Ereignisses A und B das nennt man Verbundswahrscheinlichkeit B von A und B ist gleich B von A mal B vorausgesetzt A ist gleich B mal B A vorausgesetzt B. Das ist eine Folge, eine unmittelbare Folge der Definition der welchen Laplace gegeben hat, haben wir oben gesehen. Okay. Das heißt unmittelbar, dass P A vorausgesetzt B ist gleich P A und B geteilt durch P B und P B vorausgesetzt A ist gleich B A und B geteilt durch P A. Daraus entsteht der sogenannte Satz von Bayes. Okay.
die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B lässt sich durch die bedingte Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung A durch B A vorausgesetzt B ist gleich B B vorausgesetzt A mal B A geteilt durch B B. Okay. Ausdrücken. Wenn man die totalen Wahrscheinlichkeiten PA und PB kennt. Dieser Satz ist sehr wichtig. Dürft ihr nie wieder vergessen. Ihr seht, ich habe hier PA, vorausgesetzt B ist PA und B geteilt durch PB und da, wo es PA und B steht, habe ich dann einfach nur die beiden Elemente reingebracht. Okay, also den Beweis ist geradeaus, ist nichts, kein Rocket Science sozusagen. Gut, gibt es Fragen? Okay, dann machen wir eine Pause und ich schicke euch in ein paar Minuten wieder eine Einladung, machen wir ein paar Übungen. Okay? Bis gleich. Der Mathe-Student Viviano, bekanntermaßen aus Allgäu, glaubt am Anfang seines Studiums, dass er dieses mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,7 erfolgreich werden wird. Mit einem erfolgreich abgeschlossenen Studium beträgt die Wahrscheinlichkeit, die gewünschte Position zu erhalten 0,8. Ohne Abschluss nur 0,1. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Viviano die gewünschte Position erhält?
Okay. Und hier geht man immer gleichermaßen ran. Hier muss man Ereignisse beschreiben. Okay. Ereignisse, zum Beispiel E ist Ende. Das heißt, das Studium wird erfolgreich beendet. J Job ist die gewünschte Position wird erreicht. Okay. Besuchen die Wahrscheinlichkeit von J. Okay. Was wissen wir? Also das suchen wir. Die Wahrscheinlichkeit von J. Was wissen wir? Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Job erhalte, vorausgesetzt, ich habe ein Studiumende erreicht, beträgt wie viel? Vorausgesetzt, ich habe das Studium zu Ende gebracht, ich habe den Job. Wie viel ist das? Kann sich jemand melden per Chat? Mit einem erfolgreich abgeschlossenen Studium beträgt die Wahrscheinlichkeit, die gewünschte Position zu erhalten, 0,8. Vorausgesetzt, ich bin fertig, ich habe den Job, also 0,8. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Job nicht bekomme, wenn ich keinen Abschluss bekomme? Also wenn ich nicht den Abschluss kriege. Ohne Abschluss nur 0,1. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Job nicht erreicht wird oder nicht die Position nicht, die gewünschte Position nicht erreicht wird, vorausgesetzt, ich habe keinen Abschluss. Oh, und die Wahrscheinlichkeit von J ist gleich die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Job erreiche, vorausgesetzt, ich habe das Studium fertig, mal P sub E plus die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Job erreiche, vorausgesetzt, ich habe nicht den Job erhalten, mal B zu B mit Hut. Und das ist gleich. Also 0,8. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich fertig werde? Ich muss einfach nur lesen. Die Wahrscheinlichkeit, glaubt am Anfang seines Studiums, dass er dieses mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,7 erreicht. Also P von E ist 0,7 plus 0,1 mal 0,3. Weil 1 minus 0,7. Wenn man das macht mit dem Taschenrechner, das ergibt 59%. So, die totale Wahrscheinlichkeit, die gewünschte Position zu erhalten, beträgt 0,59. Okay? Fragen? Grafisch dargestellt, wenn ihr wollt.
Ich habe den Job, das Studium, ich habe den Job. Okay. Vorausgesetzt E, habe ich den Job, 0,8 vorausgesetzt, also ihr könnt es dann dementsprechend so grafisch darstellen. Die Wahrscheinlichkeit von J hier ist, was wir suchen, das hier. Oder ich nutze eine andere Farbe, warte. Das ist doof. Und dann habe ich zwei Elemente. Den Anteil, dem ich das Studium fertig mache, und den Anteil, in dem ich das Studium nicht fertig mache. Okay. Und das muss, da muss ich halt einfach nur systematisch. Also ich kann meinen Job erreichen oder die angestrebte Position erreichen, indem ich mein Studium fertig bringe oder indem ich mein Studium nicht fertig bringe. Okay? Das ist, hier bringe ich mein Studium fertig und hier bringe ich mein Studium nicht fertig. Und da, wie gesagt, muss man einfach nur ganz minimal rechnen. Okay? Fragen? Fragen bitte. Okay, so Aufgabe 2. Im Bistum Essen wird untersucht, wer von verheirateten Paaren regelmäßig in die Kirche geht. Es hat sich ergeben, hierbei ergeben, dass 40% der Männer und 50% der Frauen regelmäßig Kirchgänger sind. Geht eine Frau in die Kirche, so beträgt die Wahrscheinlichkeit 0,3, dass ihr Mann auch hingeht.
Fragen. Was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beide Ehepartner regelmäßig in die Kirche gehen? Okay, wie gesagt, immer Ereignisse. Also M ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann in die Kirche geht. F ist die Wahrscheinlichkeit, ist das Ereignis, eine Frau geht in die Kirche. Was ist P von M? Kann es mir jemand sagen? Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann in die Kirche geht. Danke. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau in die Kirche geht. Danke. Was suchen wir? Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Ehepartner regelmäßig in die Kirche gehen. Das heißt, wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass M und F stattfindet. Und das ist gleich die Wahrscheinlichkeit, dass wenn eine Frau geht, vorausgesetzt die Frau in die Kirche geht, der Mann geht auch, mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau hingeht. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann in die Kirche geht, wenn vorausgesetzt die Frau in die Kirche ist gegangen? Was ist P von F? 0,5. Also insgesamt haben wir hier 15%. Verstanden? Nächste Frage. B. Was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Frau Kirchgängerin ist wenn das ihr Mann auch ist? Was suchen wir? Die Wahrscheinlichkeit, die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass die Frau in die Kirche geht, vorausgesetzt der Mann in die Kirche geht, oder? Und das ist, wie wir gesehen haben, die Wahrscheinlichkeit, dass F und M geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von M. Wir wissen, dass oben 0,15 ist, haben wir gerade errechnet, geteilt durch 0,4. Und das ist gleich 37,5%. Okay.
Noch eine Frage. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens einer der beiden der Partner regelmäßig oder regelmäßiger Gehgänger ist? Wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass M oder F. M oder F stattfindet. Und das ist gleich P von M plus P von F minus die Wahrscheinlichkeit M und F. Wenn man das macht, ist gleich 0,4 plus 0,5 minus 0,15. Das ist gleich 0,75 beziehungsweise 75%. Fragen? Fragen bitte. Bitte, Fragen. Vielleicht grafisch. M. F. Okay. Die Wahrscheinlichkeit von M und F ist das gesamte Grüne. Ist gleich. Ich weiß nicht, ich versuche es ein bisschen grafisch darzustellen, damit es ständiger wird. Ich weiß nicht, ob es hilft. Die Wahrscheinlichkeit von M F nicht betrachtet. Dann die Wahrscheinlichkeit von F M nicht betrachtet. Ja, stimmt, du hast recht. War zu schnell mit der Zeichnung. Das ist F, das ist M. Natürlich müssen wir nur. Nein. M ist korrekt. Nein, das war korrekt. Das war richtig, sorry. Das war richtig. F. Die Schnittmenge bleibt, weil ich werde es ja subtrahieren später. M. Nein. M und F. Warte mal, lass mich fertig. Wenn ich fertig bin, dann gebe ich dir das Mikrofon. Einen Moment. Ich glaube, es ist richtig, was ich gerade mache. Aber warte mal kurz.
diese Fläche. Und wir malen jetzt das schön hier fertig, M, und dann hier F. So, Viviane, ich gebe dir das Mikrofon, warte mal, und dann kannst du deine Frage stellen. Ich glaube, ich verstehe dich nicht richtig. So, magst du sprechen? Ja. Also, jetzt, du bist dran. Ja, und zwar meinte ich bei dem ganz linken Schaubild hinter dem ist gleich, wenn die Schnittmenge doch wegfällt, dann müsste das mittlere doch weiß bleiben. Das mittlere, nein. Nein, weil ich zähle es doppelt, weißt du? Ich zähle es hier einmal. Ah. Ich male es jetzt. Ich zähle es doppelt. Ich zähle es hier einmal und hier einmal. Und dann muss ich es einmal subtrahieren. Verstehst du? Ach so. Ja, dann okay. Alles klar. Okay, alles klar. Cool. Supi. Dann schalte ich wieder auf stumm. So, vielleicht grafisch ein bisschen besser verständlich, diese Intersektion, dieses 0,15. Das hier ist hier 0,15. Das hier ist 0,5. Das hier ist 0,4. Und das 0,15 haben wir hier oben ermittelt. Okay? Alright. Gibt es Fragen? Gut. Dann ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten vorher. Die Verbindung ist sehr schlecht bei mir. Tut mir leid, hängt da an der Leitung. Ist wahrscheinlich die halbe Welt unterwegs mit solchen Applikationen. Ich bitte euch, Feedback zu geben bei der Webseite. Und ja, auf YouTube meine ich. Falls es euch was fällt. Und ja, das war's für diese Woche Statistik. Bitte macht die Übungen. Ihr könnt gerne noch mehr Übungen machen. Im Internet gibt es ja 100 Millionen, müsst ihr noch nach Bias-Satz oder bedingte Wahrscheinlichkeit suchen und dann findet ihr Millionen Übungen. Okay? Also, wenn jemand Fragen hat, könnt sich gerne bei mir melden. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bleibt bitte gesund. Servus.